Seekrauts. Moin Moin World of Warships Fans, willkommen zurück auf dem Seekrauts Kanal, dem Portal um unser gemeinsames Hobby. Wir wollen euch heute die Never the Julie und die Boys vorstellen. Und das sind eigentlich zwei Schiffsnamen, aber ihr seht hier nur ein Schiff. Genau, so ist es richtig, weil Wargaming nämlich aus diesem einen Schiff sozusagen zwei gemacht hat, nämlich die USS Boys, die der Vorgänger der Neve de Julio war, und halt eben die Neve de Julio als panamerikanisches Schiff ebenfalls integrieren wird oder integriert hat. Ein kleiner Hinweis gleich vorweg, wenn ihr euch für dieses Schiff interessiert oder diese Schiffe, Boys und Neve de Julio, dann sei gleich gesagt, das kann man leicht überlesen, ihr bekommt einen Auftrag, und zwar, wenn ihr, egal welches Schiff ihr von beiden kauft, jeweils für das andere Schiff 300.000 Schiffs-EP zu erfahren, und dann bekommt ihr automatisch das andere Primo-Schiff geschenkt, zusammen mit einem 6er Kapitän. Zeit für den Auftrag habt ihr bis zum 31.12.2018, also fast noch 5 Monate, ein bisschen mehr als 5 Monate, um diese Sache zusammenzufahren. Außerdem bekommt ihr ja diese Sonderaufträge, wie es ja jetzt in letzter Zeit immer wieder hinzugefügt wurde, diese 25 Sonderaufträge, um einen EP-Boost zu bekommen. Außerdem habt ihr dazu ja eine Premium-Lackierung und könnt damit relativ schnell zumindest den Anfang in dieses Schiff hineinfinden. Wie hat Wargaming jetzt die USS Boys oder die Neve de Julio, je nachdem wie ihr nennen wollt, jetzt eben umgesetzt? Lasst uns dazu mal in die Geschichte gucken zuerst. Ja, wie ihr das bei uns gewohnt seid. Auf Kiel gelegt wurde das Schiff real 1935, Stapellauf war 1936 im Dezember, in Dienst gestellt wurde 1938 im August. Dann wurde das Schiff der 9. Kreuzerdivision vor Hawaii zugewiesen, hatte da verschiedene Aufträge, unter anderem auch Konvoibeschutz. Und ja, am 21.01.1942 lief das Schiff auf eine nicht kategorisierte Sandbank und musste dann in Colombo repariert werden. Nahm dann oder verlegte dann wieder in Richtung Pearl Harbor, um dann an der Operation für die Landung an Guadalcanal teilzunehmen. Und zwar nicht direkt, sondern indirekt. Jetzt sollte die japanischen Schiffe ablenken, was ihr halt auch gelang, da die Landung ja auf Guadalcanal unter herben Verlusten sehr erfolgreich war nachher. Kam dann nochmal in Guadalcanal zum Einsatz, indem er dann die Verstärkungstruppen dahin begleitete und da ja, ebenfalls beschützte mit verschiedenen Unternehmungen. Im Anschluss daran gab es die Schlacht von Cap Esperance zu erwähnen in der Geschichte dieses Schiffes. Und da wurde sie von mehreren japanischen Granaten getroffen, musste ebenfalls erneut repariert werden. Im Anschluss daran verlegte das Schiff ins Mittelmeer, um die Landung von oder auf Sizilien zu unterstützen. Also ein echtes Unterstützerschiff, was permanent überall hingeschickt wurde, um da jeweils Landungen zu unterstützen. Sehr, sehr abwechslungsreich, das Leben des Schiffes. Nach der Landung in Sizilien ging es zurück in den Pazifik und von da aus quasi zurück in die USA, um da als Schulungsschiff eingesetzt zu werden. Am 1.7.1946 wurde das Schiff dann außer Dienst gestellt und am 11.01.1956 dann nach Argentinien verkauft, nach fast 10 Jahren Ruhezeit, und wurde dann in Argentinien unter dem Namen Neve de Julio ja quasi benutzt, machte da ihren Dienst bis 1978 und wurde dann, so schließt sich der Kreis der Geschichte, 1978 an Japan zur Verschrottung übergeben oder nach Japan gefahren, um da verschrottet zu werden. Wie hat also Wargaming jetzt dieses Schiff hier ins Spiel gebracht? Wir vergleichen das Schiff, und zwar mit der Helena und der Abruzzi. Und ja, dann lass uns mal gleich anfangen. Oben fangen wir an mit den Trefferpunkten. 33.300 Trefferpunkte, das ist komplett identisch mit der Helena. Und ja, die Abruzzi hat 800 Punkte weniger im Vergleich auf der gleichen Tierstufe. Die Helena ist ja das Standard-Forschungsbaumschiff der Amerikaner, auf dem dieses Schiff hier basiert. Das Premium-Schiff, die Boys oder die Neve de Julio. Von daher ist es der logische Vergleichspartner. So, wir haben hier eine Panzerung von 6 bis 165 mm, während die Abruzzi nur bis 145 mm hochgepanzert ist. Der Unterschied zwischen der Helena bzw. der Neve de Julio ist zum Beispiel, dass es eine Torpedo-Schadensverringerung bei der Helena gibt von 4%, während die Neve de Julio und die Boys eben keine Torpedo-Schadensverringerung hat. Und auch die Abruzzi hat eine höhere Schadensverringerung auf dieser Tierstufe. Das kann man gleich schon mal am Anfang erwähnen. Wie ist denn jetzt hier die Panzerung verteilt? Ihr seht schon, typisch leichter Kreuzer, der bei Wargaming sozusagen
hier Stufe 7 hier, also Panzerungsdicke 6 mm, 16 mm und an der Seite hat hier der Panzergürtel 127 mm. Auch hinten haben wir nur 16 mm, das heißt, das ist auch da anfällig, um Schaden auf dem Steuergetriebe zu bekommen oder auf der Schraube eben direkt, um dann halt Antriebsprobleme zu haben. Also auch 100 mm HE-Granaten können diese Panzerung durchdringen, ist ganz einfach. 16,66 Periode Millimeter sind ja quasi zu durchdringen mit 100 mm bei einem Teiler 1 zu 6. Ja, sind jetzt 16,66, das Spiel rundet dann auf 17 mm. Ihr braucht genau 1 mm Differenz, um penetrieren zu können, um nicht in der Splitterschwelle zu landen. Darum reichen 16 mm, um hier direkt Schraube und Steuergetriebe zu beschädigen. Von daher müsst ihr halt zusehen, dass ihr da möglichst safe seid. Da kommen wir aber dann später zu. Gucken wir uns kurz die Zitadelle des Schiffes an, um auch das mal zu zeigen. Sie ist ziemlich lang, fängt hier vorne beim ersten Turm an und hört hinterm letzten Turm auf. Ist hier auch ganz kurz über der Wasserlinie, ganz leicht. Man kann das gerade so erkennen, glaube ich. Das sind zwei Pixel gefühlt, die Zitadelle aus dem Wasser ragt. Also keine Breitseite zeigen, auch wenn das die meiste Feuerpower beinhaltet oder verspricht, muss man eben sich anpassen. Wenn ihr also spitz zum Gegner steht, habt ihr nach vorne zwei Türme, die ihr benutzen könnt. Und wenn ihr mit dem Schiff kitet, was durchaus eine gängige Taktik mit diesem Schiff wäre, habt ihr bis zu drei Türme. Zwei standardmäßig und wenn ihr dann euch jeweils hin und her bewegt, relativ wenig, reicht das schon, damit ihr vorne den dritten Turm mit einsetzen könnt. Der Winkel hier von dem Turm nach vorne ist doch ziemlich unangenehm. Man muss sehr, sehr viel an Breitseite zeigen, um den dritten Turm vorne mit zu benutzen. Und daher ist das Kiten da die bessere Version. Müsst aber aufpassen, ihr seid nicht besonders schnell. So, kommen wir zur Artillerie. Die Artillerie, wie eben schon gesagt, ihr habt insgesamt 5 Türme, A3 Rohre, 152 mm, ordentlich Damage verteilt. Und das ist natürlich komplett identisch zu Helena. Jetzt kommen wir aber zu den Unterschieden. Der Unterschied zu Helena ist, dass ihr hier 10 Sekunden Nachladezeit habt, bei einer Drehzeit von 18 Sekunden für die 180-Grad-Kehre, während die Helena eine Nachladezeit von 8,5 Sekunden hat, aber 22,5 Sekunden Drehzeit für die 180-Grad-Kehre hat. Das heißt, ihr dreht schneller, ladet aber langsamer nach und bei der Helena ist es eben ganz umgekehrt. Im Vergleich dazu, bei der Abruzzi habt ihr 7,5 Sekunden Nachladezeit, aber eine 24-sekundige 180-Grad-Kehre. Das heißt, da könnt ihr noch schneller schießen, aber eure Türme noch langsamer verstellen. Die übrigen Werte sind soweit es geht identisch. Sprengwahrscheinlichkeit, also Brandwahrscheinlichkeit der Sprenggranaten, Alpha Damage 2200, AP Höchstschaden, Projektilgeschwindigkeit ist absolut identisch, aber die Reichweite ist wieder ein Unterschied. Ihr habt hier nur 13,6 Kilometer, während ihr mit der Helena eben 14,6 Kilometer weit schießen könnt und mit der Abruzzi sogar 15,1 Kilometer. Also da ist die Neve de Giulio sicherlich eins der schwächsten Schiffe auf ihrer Tierstufe mit dieser kurzen Reichweite. Kommen wir zur Flugabwehr. Die Flugabwehr ist hier basismäßig bei 50 angesiedelt, während die Helena mit dem besten Ausbau 52 Flugabwehrpunkte bekommt. Der Unterschied zwischen den beiden Schiffen liegt hier hauptsächlich in dem Bereich, dass ihr hier eine kürzere Reichweite habt, nämlich nur 4,2 Kilometer weit kommt mit der Flugabwehr, während die Helena schon bis auf 5 Kilometer die Flugabwehr eben benutzen kann. Darum hat man dann da auch, dann gibt es noch eine leicht andere Bewaffnung, also ich möchte da jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, aber ihr seid da auf einem relativ guten Level. Wenn ihr hier auf Flugabwehr skillt, könnt ihr Werte von jenseits von 72 Punkten erreichen, was auf der Tierstufe 7 doch ein ganz ordentlicher Wert ist. Damit macht das auch Spaß, mal Flieger vom Himmel zu holen. Man muss nicht ganz so viel befürchten, zusammen mit einer vernünftigen Manövrierfähigkeit. Im Vergleich dazu hat die Abruzzi nur einen Standardwert von 30. Also dann seht ihr schon, wie stark hier der Vorteil des Dampfers gegenüber anderen Kreuzern bei der Flugabwehr eben ist. Der nächste Punkt ist hier die Höchstgeschwindigkeit. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 30 Knoten, während die Helena 32,5 Knoten schnell fahren kann. Die Abruzzi sogar 35 Knoten. Helena Abruzzi haben 680 Meter Wenderadius, während die Boys, respektive die Neve de Giulio, eben 690 Meter hat. Das ist doch relativ
intensiv. Ruderstellzeit hier wird angezeigt 9,1 Sekunden. Das ist quasi identisch mit der Helena. Bei dem World of Warships Wiki stehen 9,2 Sekunden. Das ist hier eine Differenz zwischen Wiki und dem Ingame, der Ingame-Darstellung. So, jetzt kommen wir dann, nachdem wir hier die Manövrierfähigkeit geprüft haben, zur Verborgenheit. 11,9 Kilometer sind es hier. Standardmäßig ist, geht das Schiff aufgerundet. Eigentlich sind es 11,88, um ganz genau zu sein. Ja, wenn ihr hier runterskillt, also den Tarnungsmeister reinbaut und die Lackierung reinsetzt, dann kommt ihr hier auf einen Wert von 10,1 Kilometer, was sicherlich ganz okay ist. Ja, der Tarnungswert, der kann sich durchaus sehen lassen. Zur See geht ihr 7,56 Kilometer auf, respektive bei der Helena 7,62. So, dann sind wir schon durch diese Werte hier durch und wir kommen jetzt zu den Modulen. Munition, Verbrauchsmaterial, was habt ihr hier für Möglichkeiten mit dem Schiff? Ihr habt hier ein Schadensbegrenzungsteam 1 und 2, die üblichen Werte, Wirkungsdauer 5 Sekunden, Dauer 90 Sekunden, bis sie wieder verfügbar ist beim Schadensbegrenzungsteam 1 und beim Schadensbegrenzungsteam 2 eben 60 Sekunden. Dann eine Besonderheit und ein Unterschied zu Helena. Ihr habt hier einen Zweier-Slot, wo ihr euch zwischen defensivem Flakfeuer und hydrakustischer Suche entscheiden müsst. Bei der Helena gibt es einen vierten Slot. Ihr habt hier quasi, also bei der Helena hättet ihr hier defensive Flakfeuer und im vierten Slot eben die hydrakustische Suche. Hier bei diesem Schiff gibt es Zwang, ja, sich zu entscheiden. Entweder geht auf Anti-Air oder eben auf Anti-Zerstörer sozusagen. Oder wollt eurer Flotte helfen mit der Entdeckung von Torpedos. Wie sind die Werte dieser Verbrauchsmaterialien? Wir haben hier eine Wirkungsdauer von 40 Sekunden. Der mittlere Flakschaden wird um 200% gesteigert. Das Standardverbrauchsmaterial hat eine Aufladung von 180 Sekunden und dreimal ist das Verbrauchsmaterial verfügbar. Beim Premium-Verbrauchsmaterial haben wir eben die gleichen Werte, aber die Nachladezeit dauert nur 2 Minuten und ihr habt eben 4 Verbrauchsmaterialien davon. Die hydroakustische Suche ist ganz genauso gebaut. Wir haben hier 2,97 Kilometer für die Entdeckung von den Torpedos. Ortung von Schiffen 4,2 Kilometer. Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials sind 94 Sekunden, bei beiden identisch. Und die Ladezeit 180 respektive 120 Sekunden sowie 2 Aufladungen respektive 3 Aufladungen bei der Premium-Variante. Und dann kommen wir zur Reparaturmannschaft, die hier durchaus was Besonderes ist, da sie hier 2% der Trefferpunkte des Rumpfes jede Sekunde wiederherstellt. Ja, das sind hier also 666 Trefferpunkte pro Sekunde. 20 Sekunden aktiv kommt ihr noch nicht auf die 15.980 Trefferpunkte, aber in Verbindung mit der richtigen Signalflagge könnt ihr also 799 Trefferpunkte pro Sekunde wiederherstellen. Das gibt dann 15.980 Punkte. Das ist dann gut und gerne 40% des gesamten Trefferpunkte, also mehr sogar als die gesamten Trefferpunkte des Schiffes in optimalen Zustand. Also ihr habt sehr viel gebrannt, hattet Flutung, solche Sachen lassen sich ja zu 100% wiederherstellen. Granatentreffer auf der Zitadelle zu 33% und normale Penetrations, also im vorderen Bereich oder wo auch immer, sind dann zu 50% wiederherstellbar. Das ist bei der Reparaturmannschaft hier zu erwähnen. Prinzipiell kann ich euch sowieso nur ans Herz legen, benutzt die Premium-Verbrauchsmaterialien, ihr habt ihr ein Premium-Schiff, das heißt, das Geld verdient ihr immer wieder rein, da ihr einfach auch länger im Gefecht verbleiben könnt, weil ihr einfach das Schadensbegrenzungsteam halt schneller verfügbar habt, die Reparaturmannschaft schneller wieder verfügbar ist und solche Sachen. Also immer die Premium-Verbrauchsmaterialien benutzen bei Premium-Schiffen. Gut, dann kommen wir zu den Verbesserungen. Da gibt es dann schon die ersten Möglichkeiten. Hier gab es nur 2 im ersten Slot. Hauptbewaffnungsmod 1 oder Hilfsbewaffnungsmod 1. Wenn ihr wichtig ein Augenmerk auf die Luftabwehr legt, dann solltet ihr die Hilfsbewaffnungsmodifikation skillen, weil was nützt euch, dass ihr auf Flugabwehr geht, wenn eure Sekundärbatterien und Flaklafetten alle schon zerstört wurden. Von daher macht die Hilfsbewaffnungsmodifikation hier sicherlich Sinn. Der Kollege, von dem ich hier die Möglichkeit bekommen habe, das Schiff vorzustellen, hat die Hauptbewaffnungsmodifikation eingebaut. Das baue ich ihm natürlich wieder ein. So, und dann gibt es Slot 2. Slot 2 habt ihr hier die Wahl, Schadensbegrenzungsteam und so weiter. Ich würde mich hier definitiv für eine Antriebsmodifikation oder die Steuergetriebemodifikation aus
dem vorhin genannten Grund entscheiden, da es durchaus ein großes Risiko ist, dass hinten halt ein Problem auftritt. Gerade wenn ihr kitet, werdet ihr vielleicht auch gerne mal hinten getroffen und dann einen Motorschaden oder einen Schraubenschaden oder einen Steuergetriebeschaden zu haben, wäre fatal und tödlich sehr wahrscheinlich. Von daher sind das für mich die Punkte, die hier unbedingt eingebaut werden sollten. Der dritte Punkt ist dann schon die Möglichkeit hier, Flakbewaffnung einzubauen oder Zielsystemmodifikation einzubauen. Alles andere macht hier keinen Sinn. Ihr habt keine gute Sekundärbatterie, ihr seid ein leichter Kreuzer, da kommt sowieso nicht auf die Sekundär an. Und die Hauptbatteriemodifikation 3-2 macht aus dem Grund eigentlich keinen Sinn, weil ihr eine Nadelzeit von 5% als Nerf drauf habt. Ihr könnt zwar die Türme schneller drehen, die ihr sowieso schon sehr schnell drehen könnt, das ist ja ein Vorteil des Schiffes, aber die Ladezeit ist ja ein großer Nachteil des Schiffes. Ihr habt 10 Sekunden Nachladezeit, das ist ein Riesenproblem eigentlich und hiermit wird die Nachladezeit ja noch mehr verlängert. Von daher gibt es hier nur die Flak oder Zielsystem, das müsst ihr entscheiden. Die Flak wäre hier sicherlich die allerlogischste Wahl. Wenn ihr aber gar nicht auf Flak gehen wollt, dann bleibt nur das Zielsystem hier übrig. Ich baue hier die Flak ein. So, und als vierten Punkt gibt es dann nur noch die Wahl zwischen Antriebsmodifikation und Steuergetriebemodifikation, da auch die Schadensbegrenzung hier nicht so viel Sinn macht. Ihr seid ein leichter Kreuzer, brennt nicht so lange und ihr könntet mit Flaggen runterskillen, genauso wie mit Grundlagen der Überlebensfähigkeit beim Kapitän könnt ihr diese Sache runterskillen. Von daher würde ich hier nicht komplett auf Überleben gehen bei den Modulen, sondern hier macht es durchaus Sinn, die Steuergetriebemodifikation einzubauen. Ihr kommt dann runter von 9,1 auf 7,3 Sekunden Ruderstellzeit, was euch unheimlich helfen kann, um Granaten, um feindlichen Beschuss auszuweichen. Das erhöht hier deutlich eure Überlebenschance. So, dann kommen wir schon zum Äußeren. Wenn ihr dieses Schiff kauft, dann bekommt ihr eine Typ 10 Tarnung, entweder als Nive de Giulio oder eben als Boys. Die üblichen Standardwerte sind da drauf. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten, die von Gegnern auf euch abgeschossen werden, plus 4%. Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht wird um 10% reduziert und ihr habt dann den EP-Boost, den ich eingangs schon erwähnt habe, um 50% erhöhte EPs nach dem Gefecht, was euch helfen sollte, um die 300.000 XP schnell zusammenzubekommen. Wir bauen die jetzt hier mal rauf, um nachher auch die finalen Werte zu sehen, wie wir das Schiff nachher dann zusammengebastelt haben. Dann kommen wir zum Signalreiter. Welche Signale sind für diesen Kreuzer denn sinnvoll? Wir haben hier einen leichten Kreuzer, das heißt viele Signale können hier sehr hilfreich sein. Aber als allererstes würde ich hier India X-Ray empfehlen. Und natürlich Victor Lima. Ihr bekommt hier jeweils 0,5 Prozentpunkte mehr Brandwahrscheinlichkeit geskillt. Ihr seid ja 8 mm unter der 160 mm Grenze. Von daher sind es dann zusammen 1%. Das heißt, ihr seid jetzt bei 13 angekommen. Dann, wenn ihr auf Flak geht, hier November Echo Set 7, wird den Flak-Wert nochmal weiter boosten. Seid jetzt dann auf 62. Nächster absoluter Pflichtpunkt. Also der November Echo Set 7 ist jetzt nicht unbedingt der absolute Pflichtpunkt, sondern sollte man im Hinterkopf behalten. Aber der absolute Pflichtskill ist hier natürlich India Delta, um einfach die Reparaturmannschaft optimal nutzen zu können. Dann solltet ihr euch überlegen, die Zeit für die Brandbekämpfung zu reduzieren. Also India Yankee, 20% kürzere Branddauer, wenn ihr denn mal in Brand geratet, ist sicherlich ein Argument. Ebenso Sierra Mike und ebenso November Foxtrot. Aber da ihr leichter Kreuzer seid, habt ihr auch immer das Problem mit einer Magazindetonation, die hier schnell mal passieren kann. Und das ist auch noch für mich eine Flagge, die auf diesen Kreuzer raufgehört. Dann habt ihr 8 Signale vergeben. Wenn ihr ökonomische Signale setzen wollt, dann könnt ihr am ehesten auf November Foxtrot oder Sierra Mike mal verzichten. Das kommt natürlich drauf an. Vielleicht auch auf die Brandbekämpfung, kommt auf euren Fahrstil drauf an. Das müsst ihr euch dann überlegen. Dann haben wir hinten die Flaggen. Die argentinische Flagge oder die panamerikanische Flagge und ihr bekommt, wenn ihr die Nive de Giulio gleich kauft, natürlich die Nive de Giulio Flagge noch dazu mit dem Ankerzeichen darin. Nun kommen wir dann zum Kapitänskill. Wir haben hier unseren Gabriel de Blanco, na Gabriel Blanco heißt er nur, der sagt man so fast schon reflexartig. Ja, und der Kapitän aus unserem Clan hier hat diese Skillung angebracht. Er hat einen 10er Kapitän hier zur Verfügung gehabt
und hat hier präventive Maßnahmen geskillt, die hier definitiv ein Pflichtskill sind, aus meiner, also aus meiner Sicht auf jeden Fall, einfach um eure Überlebensfähigkeit der Artillerie, der Sekundär, der Flak und eben auch der Schraube und des Ruder, des Ruders zu erhalten, ist das einfach absolut wichtig. Dann ist sicherlich hilfreich hier vorrangiges Ziel, damit ihr überhaupt wisst, wie viele Leute schießen auf euch. Ja, man könnte sich auch alternativ dazu überlegen, Beschussalarm zu nehmen. Da habt ihr immer noch ein bisschen Zeit zu reagieren. Ihr werdet beschossen, zack, also Ruder umstellen. Ja, bei 7,3 Sekunden Ruderstellzeit habt ihr also auch eine realistische Chance, da eure Lage noch zu ändern. Im zweiten Reiter, Elite-Schütze und Adrenalinrausch sind hier sicherlich die sinnvollsten Punkte. Dann kann man sich überlegen, wenn man die Signalflagge draußen nicht setzen möchte, hier den Tausendsasser noch zu benutzen. Und wer ganz verwegen ist, kann sich hier überlegen, die Chancebegrenzung, den Chancebegrenzungstrupp zu benutzen. Halte ich aber nicht für sehr sinnvoll. Also die Hauptskills hier auf der Zweierreihe sind für mich Elite-Schütze und Adrenalinrausch. Zwischen denen sollte man sich hier entscheiden oder eben beide, je nachdem, wie man dann final skillt. Im Dreierbereich macht am meisten Sinn Inspekteur und Brandmeister, also hier Sprengmeister, um die Brandwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und ich begründe das auch, weil diese 152mm Kanonen am meisten von IFAE oder sehr gut von IFAE profitieren, um wirklich das Maximum rauszuholen, um Kreuzer und Schlachtschiffe vernünftig bekämpfen zu können. Braucht ihr IFAE mit dem Schiff, damit verliert ihr 3% Brandwahrscheinlichkeit, könnt also mit den Signalflaggen und dem Sprengmeister genau dieser Brandwahrscheinlichkeit entgegenwirken. Und von daher ist der Sprengmeister für mich hier sicherlich die sehr gute Wahl. Ihr habt, wenn ihr Premium-Verbrauchsmaterial benutzt, 3 Aufladungen für die Reparaturmannschaft. Von daher sollte das eigentlich ausreichen. Wie gesagt, wer den Inspekteur unbedingt dann trotzdem noch haben will, kann ihn ja in zweiter Instanz dann skillen. Hier auf dieser Reihe könnte man noch die Grundlagen der Überlebensfähigkeit auch einbauen, wenn man den Inspekteur jetzt nicht haben möchte oder auch nicht den Brandmeister, also den Sprengmeister mitskillen will, macht Grundlagen der Überlebensfähigkeit vielleicht noch ein bisschen Sinn. Was hier gar keinen Sinn macht, ist die Schießgrundausbildung aus meiner Sicht oder wenig Sinn macht, weil ihr hier mit den Hauptgeschützen nicht mehr profitieren könnt. Diese Nachladezeitreduktion geht hier nur bis 139mm, von daher, ihr habt 152mm, macht da keinen Sinn. Ihr würdet nur die Nachladezeit für die Flak verbessern und würdet damit nochmal 5 Punkte für die Flak hinzubekommen. Ist aber, ja, ich glaube, effektiv ist einfach der Brand, also der Sprengmeister hier, die bessere Wahl. Und im unteren Bereich haben wir hier den Tarnungsmeister, der hier auf dem Kreuzer auf jeden Fall der Pflichtskill ist, um halt weniger zeitig aufzugehen. Ihr seid extrem anfällig, wenn ihr Breitseite zeigt und wenn ihr auch frontal zum Gegner seid ihr immer noch anfällig, weil ihr relativ einfach penetriert werden könnt, wenn die Ellipse oder wenn die Granatenkurve stimmt, ja, dann könnt ihr halt von Schlachtschiffen auf jeden Fall auch frontal gut und hart getroffen werden. Dann hatte ich eben schon gesagt, für mich ein Pflichtskill auf der Stufe 4 ist hier der Trägheitszünder, um den Schaden Schlachtschiff, Kreuzer und so weiter nochmal deutlich in die Höhe zu treiben. Wenn man IFAE oder den Tarnungsmeister vielleicht nicht skillen will oder sogar 12 Punkte in die vierte Reihe setzen will, dann spielt hier die verbesserte Schießausbildung eine ganz große Rolle, weil die nämlich definitiv, ihr seht, eure Flugabwehr deutlich pimpt, dann seid ihr schon bei 73 und das ist ein ziemlich guter Wert auf der T7-Stufe, ja, und macht dann auch mal Laune, wenn der Flugzeugträger euch anfliegt. Ganz mit ganz wenig Punkten zu versehen sozusagen oder wenig zu berücksichtigen, ist eigentlich hier Funkortung und Brandschutz. Ehrlich gesagt macht es gar keinen Sinn, hier 4 Punkte für sowas zu investieren, weil ihr wirklich wenig, ihr seid ja eigentlich sowieso eher oft hinterm Gebirge durch den hohen Bogen, die dieses Schiff hier auch schießt, könnt ihr euch oft gut verstecken, könnt vielleicht auch Nebel ausnutzen und so eine ganze Geschichten. Da können wir euch auch gleich nochmal zeigen, wie weit dieses Schiff aufgeht beim Feuern aus dem Nebel. Ja, also von daher solltet ihr das eher vernachlässigen. Ja, also, das ist eine Übersicht zu den verfügbaren Skillpunkten, die ihr hier nutzen könnt. Meiner Meinung nach ist der IFAE-Skill hier ein absoluter Pflichtskill, um das Beste aus dem Schiff rauszuholen. Das sollte man also relativ schnell skillen, direkt nach dem Tarnungsmeister eigentlich. So würde ich das jetzt einschätzen. So, wir wollten euch nochmal da zeigen, wenn ihr im Nebel steht und dann eure Hauptgeschütze benutzt, geht ihr nur 5,6 Kilometer auf. Seid ihr also in der Divi unterwegs, mit zum Beispiel einem britischen Kreuzer, ja, dann, oder einem Zerstörer, ja, vorne mit dabei, macht es durchaus Sinn,
sich also auch in den Nebel zu stellen und von da aus HE zu spammen. Das ist eine durchaus sinnvolle Geschichte. Wenn ihr nämlich, wenn ihr IFHE nicht skillt, dann seht ihr, habt ihr hier eine Brandwahrscheinlichkeit von 15%, was eigentlich auch eine ganz gute Brandwahrscheinlichkeit ist bei 15 Humpeln, die ihr da dann habt. So, kommen wir zu den Vor- und den Nachteilen dieses Schiffs. Ich habe eine Sache in die Mitte geschrieben. Das ist der hohe Bogen. Der hohe Bogen kann von Vorteil sein, wenn man sich hinter Bergen versteckt und so das Schiff auch gerne fährt, aber es kann auch ein Nachteil sein, wenn man auf dem offenen Meer gegen zum Beispiel TDs kämpfen muss, weil die Flugbahn dann nicht sehr direkt ist, sondern eher indirekt ist. Dann ein typischer Nachteil für eben leichte Kreuzer, die schwache Panzerung. Ein ganz großer Nachteil von diesem Schiff ist die geringe Reichweite. 13,6 Kilometer ist eines der niedrigsten Werte auf dieser Tierstufe, ja, unter Kreuzern. Was ich auch noch aufgeschrieben habe, Hydro und Flak. Ihr habt hier eine Wahlpflicht. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr Hydro oder defensive Flakfeuer wählt. Während die Helena 4 Slots habt, habt ihr nämlich hier nur 3. Dann ist der Reload hier bei 10 Sekunden, was selbst gegenüber der Helena schlechter ist. Also dem typengleichen Schiff sozusagen eigentlich. Der Rumpf ist nämlich der gleiche. Das sind 1,5 Sekunden. Und ja, das ist eben irgendwie ein Nachteil. Dann ist der Turm 3 hier nur eingeschränkt nutzbar. Das ist mein letzter Punkt, den ich hier auf der besonders negativen Gameplay-Seite sozusagen habe. Wenn ihr den vorderen dritten Turm benutzen wollt, dann müsst ihr relativ viel von eurer Seite zeigen und da seid ihr dann relativ schnell raus, wenn ihr ein falsches Schiff mitbekommt sozusagen. Was sind hier die Vorteile? Die Vorteile sind hier sicherlich die ganz starke Reparaturmannschaft, die, wie gesagt, fast 16.000 Trefferpunkte wiederherstellen könnte. Ja, ich sag bewusst könnte, weil das sind dann Idealzustände. Ihr müsst 16.000 Trefferpunkte durch Brände verloren haben, durch Wassereinbrüche verloren haben, um die zu 100%, also den Anteil daran, wiederherzustellen. Ne? Dann habt ihr eine relativ schnelle Turmdrehzeit. Das ist sehr, sehr angenehm, dass ihr hier so schnell die Türme dreht. Mit dem Elite-Schützen, den der Kapitän jetzt hier geskillt hat, seid ihr bei 16,8 Sekunden, das ist doch schon richtig, richtig geil. So, dann haben wir die Ruderstellzeit, die mit dem Modul zusammen 7,3 Sekunden beträgt, was ich persönlich auch für ziemlich nützlich beurteile, um auch freundlichen Beschuss schnell nochmal ausweichen zu können. Die typische Fahrweise ist halt, hier sich hinter Gebirgen zu verstecken, über die Gebirge rüber zu schießen, Außennebel oder eben die kitende Fahrweise ist sicherlich auch nicht schlecht. Und geeignet dafür habt ihr dann 3 Türme, die nach hinten wirken können, wenn ihr leicht angewinkelt fahrt. Und was ich auch noch definitiv als Vorteil sehe, ist hier, wenn ihr sie als Anti-Air ausbaut, dann habt ihr hier ein sehr gutes Anti-Air-Schiff auf dieser Tierstufe. Erinnert mich so ein bisschen an die Cleveland, ja, wo ihr doch einiges an Damage rausholen könnt. Ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel ganz einfach sagt, ja, das interessiert mich alles nicht, was ich hier gelabert habe, Brandwahrscheinlichkeit und Inspekteur brauche ich alles nicht, ich nehme die Schießgrundausbildung mit, dann habt ihr hier einen Wert, der sogar an die 80 Punkte rankommt, fast, also kurz unter 80 Punkte kommt und das ist dann so eine, ja, eine ziemlich starke Konstellation. Ja, und damit sind wir eigentlich schon durch. Was man nochmal ganz klar sagen muss, aus meiner Sicht, ich würde meine Nive de Giulio definitiv IHE skillen. Das ist für mich hier definitiv eine Pflichtsache. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses Schiffsvorstellungsvideo wieder ein bisschen was gebracht hat in eure Entscheidungsfindung, ob ihr dieses Schiff kaufen wollt oder eben nicht. Wie gesagt, Schiffe sind beide gleich. Ihr müsst entscheiden, ob ihr euch für, ob ihr diese Schiffe überhaupt kauft. Und wenn ihr euch entscheidet, welches Schiff ihr kaufen wollt, die Boys oder die Nive de Giulio. Ich würde persönlich die Nive de Giulio kaufen, weil ein also ein südamerikanisches Schiff ist, das erste im Spiel überhaupt. Und dann müsste man eben weitersehen. Wie gesagt, es ist euer Geld, ihr müsstet euch überlegen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir zur Entscheidungsfindung hier ein bisschen beitragen konnten. Ja. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, was ich doch sehr hoffe, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir würden uns auch sehr über ein Abo freuen. Und wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Würden wir uns sehr, sehr, sehr darüber freuen. Mit einem Twitch-freien Abo. Ja, das kostet euch nichts und würde uns helfen, hier unsere Videos weiter voranzubringen. Ich freue mich auf euch in unserem nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, euer Seacrotz-Team, euer Maracha. Ciao, ciao. Seacrotz.